Wir sind wieder bei der Osteopie am Zentral, beim Mike Stadler. Ich freue mich, wieder da zu sein. Und jetzt fangen wir an mit Investieren. Und da gibt es ein paar Fragen, die kann man eigentlich nur miteinander diskutieren. Da gibt es keine eindeutige Antwort. Das sind persönliche Entscheidungen. Mike, wie geht es dir heute? Tipptopp, es wird sehr gut. Ich bin gespannt. Okay. Und du hast dir ja sicher schon Gedanken gemacht, dass du das Konto eröffnet, wo willst du investieren? Das müssen wir jetzt herausfinden. Also, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Okay, also das Problem ist, ich kann dir nicht sagen, wo man investieren kann. Ich kann dir nur sagen, es macht einen Unterschied. Aber wir wissen heute leider sehr, sehr wenig über die Zukunft. Ich habe gerade ein ganz spannendes Buch gelesen von Klaus Wellershoff. Das ist ein grosser Ökonom in der Schweiz, der für die UBS geschafft hat, mittlerweile selbstständig ist. Und er sagt, die einfachste Strategie, dass man einfach Sachen in verschiedene Töpfe tut, ist die gescheitste. Er sagt so, ein Fünftel in Aktien, ein Fünftel in Operationen, ein Fünftel in Ausland, ein Fünftel etc. Er hat ganz verschiedene Ideen, weil er einfach nicht weiss, wo es hingeht. Was er aber auch sagt, ist, die Schweiz ist recht teuer momentan. Also, die Schweiz ist recht teuer. Und Amerika auch. Ist auch recht teuer, was Aktien anbelangt. Und insbesondere sind die Zinsen so tief, dass wenn die zurückkommen, muss man eigentlich davon ausgehen, dass sich die Aktienpreise gegen unten korrigieren werden. Mhm. Wir wollen also irgendwie ein bisschen herausfinden, wo hat es echt noch Titel, wo vielleicht von einer Korrektur weniger betroffen sind. Und jetzt musst du dir mal überlegen, die meisten Anleger tun gerne im eigenen Land anlegen. Und es ist wirklich so, dass momentan die Schweiz teuer ist. Wir finden aber auch in der Schweiz Aktien, die gut sind. Mhm. Oder sonst kann man sich überlegen, noch in einen anderen Staat zu legen, wo man das Gefühl hat, das könnte noch kommen. Das ist vielleicht auch unterschätzt. Das muss ich jetzt wirklich dir überlassen. In welche Richtung willst du gehen? Also, der Schweizer Markt ist sicher eine Option, aber das ist von mir jetzt nicht so das Entscheidende. Ich denke eher, es wird eine emotionale Entscheidung sein, im Sinne von, ob man sich mit so einer Firma näher kann. Irgendwie wohlfühlen, sage ich mal. Wenn man das Gefühl hat, ja, da kann ich dazu stehen, dass ich das öffentliche Aktien kaufe vor einer gewissen Firma. Also ein bisschen etwas über die Firma zu wissen, denke ich, für mich jetzt in der Phase, in der ich jetzt bin, ist sicher gut. Ja, okay. Also, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, wie du Aktien bei uns findest. Du kannst investieren. Die eine ist, du schaust auf unseren Newsletter, der einmal in der Woche rauskommt und die Top-10-Liste gibt. Gehen wir mal Portugal. Wolltest du mal Portugal gehen? Das war am 2. März. Die Top-10-Liste von Portugal. Mhm. Wir haben da mal die wirklich gute Value-Aktien sind. Das ist interessant. Papierprodukte, Platz 2. Aber das ist eine Grösse, Medium. Die Firmengrösse ist eher, du hast mir empfohlen, eher auf die grossen, also XL, XXL zu schauen. Also die grossen haben einfach den Vorteil, dass du sicherer bist bezüglich deinem persönlichen Schutz, weil es da Verwaltungsräte gibt, andere professionelle Anleger, die aufpassen, dass das Unternehmen richtig geführt wird. Ja, wir haben jetzt vorhin gerade über Bücher, über zeitgemäss oder nicht geredet. Also Papierprodukte finde ich doch, das doch mal grundsätzlich sympathisch. Also, der Value-Rang ist zwar sehr gut, der Wachstumsrang ist nicht so gut. Das heisst, dass die Aktie wächst ein bisschen weniger als der Durchschnitt. Sicherheit heisst, sie hat relativ viel Schulden im Vergleich zum investierten Kapital. Kombiniert ist es dann 42. Da können wir ja anfangs noch bei dem Combined schauen, weil es Sinn macht. Ja. Das ist die kombinierte. Da sind 4, 5 Firmen drauf. Ja. Haben wir sie wieder drauf, die Sempa. Oder ist es die, die wir angeschaut haben? Alter, nicht? Nein, Sempa, die auf dem 4. Platz. Da. Ach, jetzt gehen wir doch schnell schauen, was der Sicherheitsrang da genau sagt. Sie haben tatsächlich eine relativ grosse Verschuldung. Und nicht eine kleine Liquidität. Es ist aber alles langfristig. Oder Refinanzierung heisst, kurzfristig sieht es eigentlich nicht so schlecht aus. Trotzdem, ich will mich jetzt auch nicht wohlfühlen bei einer mittelgrossen Firma, weil ich es nicht so wohlfühlen, wenn sie so stark verschuldet ist. Gehen wir in dem Fall mal vielleicht Österreich schauen. Österreich vorgeschlagen. ATX. Gut, das wäre das erste Mal die Value-Strategie, oder? Da haben wir. Also, lass du mal durch, was dich interessiert. Also, ich schaue jetzt echt mal die Branche an, oder? Stahl, landwirtschaftliche Produkte, Versicherungen,
Telekommunikation, Baumaterial. Das geht immer so vor. Ich fange auch immer an mit der Branche und überlege mir jetzt. Ich will mir jetzt momentan überlege ich mir so ein bisschen, wer wird von einer Korrektur weniger betroffen, oder? Okay. Ach, schwierig, hä? Vielleicht noch am ehesten die österreichische Post. Oder? Aber es ist vielleicht nicht zuerst die ich. Aber schauen wir doch mal in dem Fall einfach die Stahlgeschichte mal an. Also wenn wir schon ein Nummer 1 Rating haben. Also die Voestalpine, die ist gut aufgestellt. Ja. Die wächst, die hat einen guten Value. Überall grün. Ja. Also wir haben da nie nicht das Fragezeichen. Jetzt kannst du verschiedene Sachen machen. Eine ist einfach mal auf die Webseite gehen. Mache ich oft, oder? Schauen wir das doch gerade am besten. Friendly Products and Processes, ja, okay. Das hat vermutlich zu tun. Stahl ist nicht erstaunlich. Das ist interessant, oder? Jetzt gerade in diesem politischen Kontext von Stahlzöll und dass es jetzt gerade in diesem Moment so eine gute Bewertung gibt. Das ist vielleicht auch der Grund, oder? Also weißt du, dass es im Prinzip immer jetzt Angst hat vor diesem Stahltarif, dass man diese Firma sehr schlecht bewertet. Oder also tiefer bewertet als andere Branchen. Ja. Was man machen auch, was auch noch eine Möglichkeit ist, man kann da unten googeln. Also wenn ich da weiter unten anschaue, haben wir da extra ein paar Links aufgebaut, wo man schauen kann, was gibt es für News, Management, Mitarbeiterzufriedenheit, auch Wikipedia über die Firma. Aber das Interessante ist mal News, dann hast du automatisch im Prinzip News, wo sich um das Thema Aktien handelt. Oder? Und da siehst du US-Präsident Trump, da fällt das schon auf, oder? Von der Börse Express, oder? Und zwar Strafzölle. Genau. Strafzölle. Also, sie nennen die Strafzölle der USA. Was sind umgegangen? Also, sie haben positiv auf die Strafzölle reagiert. Das ist eigentlich komisch. Manchmal können sie auch offenbar auch die Wirtschaft antreiben, selbst wenn sie negativ betroffen ist. Was ich weiss über die Stahlindustrie ist, dass sie wirklich eine schwierige Zeit hinter sich hat. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil dann haben alle so ein das Gefühl, da passiert nichts mehr. Also das ist ein bisschen meine Erfahrung, oder? Dass die Börse immer so ein bisschen noch mehr das macht, was alle schon wissen. Also wenn alle wissen, es geht der deutschen Stahlindustrie schlecht, dann nachher die Stahlfirmen überbestrafen. Also sie sagen dann nicht, ja, die Leute übertreiben, also quasi die Gesellschaft übertreibt, das wird sich schon wieder korrigieren und sie gehen weniger runter mit dem Preis, sondern sie gehen noch mehr runter, als sie eigentlich müssten. Überzeichnet. Sie tun böse und oft übertreiben, also tun schlechte News schlechter bewerten, also gravierender umsetzen im Aktienpreis. Und das gleiche auch mit den guten News, oder? Also wenn eine Technologieaktien in Amerika wahnsinnig in Mode sind, weil alle reden nur noch von diesen Technologieaktien, dann tut die Börse tendenziell die Aktien noch mal besser bewerten, als eigentlich die guten News würde suggerieren. Also das hat ein bisschen damit zu tun, dass Menschen halt einfach überreagieren. Oder? Sie machen gerne das, was alle anderen machen, und dadurch ist es eine Art wie, wenn du einen Schwarm vorstellst, dann geht dann immer ein bisschen die zweite eine Richtung und wieder die zweite die andere Richtung. Also das wäre für mich eine Erklärung, warum jetzt das Unternehmen relativ attraktiv bewertet ist, weil halt die ganze Stahlbranche ganz schlecht ruft. Gut, schauen wir nochmal auf die Liste drauf, ob es noch Alternativen gibt. Willst du noch eine Alternative suchen? Gehen wir zurück. Wenn wir jetzt den Value-Rang angeschaut, können wir vielleicht noch den Kombiniert-Rang anschauen. Von Voestalpine. Und du hast aber ja eine Rangliste. 82. Also darum ist es auf der Top-10-Liste. Sowohl beim Value-Rating als auch beim kombinierten Rang. Also ich würde sagen, rein finanziell sieht Voestalpine im Vergleich zu anderen Firmen in dieser Branche Stahl, sehen sie relativ gut bewertet aus, relativ solid finanziert aus. Das ist auch noch etwas Wichtiges im Sicherheitsrang. Oder? Wenn jemand eine tiefe Sicherheit ausweist, also relativ viel Schulden hat, dann ist das eigentlich positiv, wenn es umgeht, weil dann hat man wie noch mehr Hebel quasi, um noch weiter zu gehen. Aber es ist dann schlecht, wenn es runtergeht. Ja. Darum wäre ich, wenn du ein bisschen Angst hast vor einer Korrektur, was wir momentan alle so ein bisschen haben, wäre ich eher vorsichtig mit Firmen mit tieferer Sicherheit, weil die reagieren stärker gegen ich habe jetzt hier mal noch drunter geschaut in dieser kombinierten Anlagestrategie, was wir dort. Die drei vorderen
Bewertungen kombinieren, oder? Ist das richtig? Genau, ja. Das kombiniert alles zusammen. Schau dann nochmal einmal im Vergleich zu einer anderen Peer-Firma, vergleichbare Aktien, sind die drei Charaktere eher durchschnittlich, überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich? Ja, da hat es zwei Firmen, die ich schon ein paar Mal angeschaut habe, Lenzing, wo ich mich übrigens entschieden habe, auch zu kaufen. Mhm. Aufgrund von meinem Video-Editor, der gesagt hat, das wäre eigentlich noch eine spannende Aktie. Der ist nämlich in Serbien, das ist der Nähe von Österreich. Und er hat das angeschaut, die machen Holzfasern für, wenn man das anschaut, das Lenzing, die machen Holzfasern für Kleider. Okay. Fibers for Life. Lenzing Fibers feel natural because they are natural. Es geht um Holz, oder? Als Rohstoff. Mhm. Wo in Textilien verwendet wird. Und das ist jetzt, wenn man jetzt den Lenzing anschaut, siehst du, der hat eigentlich überall super Rang. Ich habe das einmal noch genauer angeschaut auf der Webseite. Mhm. Ich glaube, es ist auch sehr stark von einer Familie dominiert. Ist noch interessant, jetzt da der Titel auf dem Rating ist Chemikalien, oder, im weitesten Sinn. Das macht noch nicht so einen sympathischen Eindruck. Wenn du auf ihre Webseite gehst, reden sie von Fibers for Life. Ja. Also das Marketing funktioniert in dem Fall schon recht gut. Also, ich bin jetzt positiv überrascht. Sagen wir mal so. Also auch, ich habe eine andere Aktie, die ich am Kaufen bin, ist Endesa, ist eine Stromversorgerin in Spanien. Und du siehst überall Windturbinen und Solarkraftwerke, aber es macht irgendwie, wenn du anschaust, was es wirklich ist, es ist zum Drittel ist es Nuklearenergie und zum weiteren Drittel ist es Gas. Ich kaufe jetzt die Firma auch, ich habe einen Grund dazu. Ich finde einfach, ich glaube, Spanien hat eine Zukunft und ist momentan unterschätzt, habe ich den Eindruck. Und gerade wenn du denkst, es gibt eine Korrektur im Markt, dürfte ein Stromversorger einfach solider sein. Oder? Also ein Stromversorger dürfte weniger runterfallen als eine normale Aktie, weil sie doch den Strom brauchst auch weiterhin. Oder? Und natürlich momentan ist die Nuklearenergie total im Verruf. Ich bin auch dagegen, ich finde es gefährlich. Aber ich weiss nicht, ob das nicht auch wieder übertrieben negativ bewertet wird. Weißt? Das kommt ja nur darauf an, übertreibt der Markt in der Beurteilung von diesem Problem oder übertreibt er nicht. Nicht, ob es ein Problem ist. Es darf das Problem sein. Wenn der Aktienpreis umso günstiger ist, ist es still immer noch okay. Mhm. Aber natürlich, auch Chemiefirmen sieht man oft, wenn man auf die Webseite geht, ist alles grün. Oder? Bei den Energiefirmen ist alles blau. Blau und grün. Blau und grün, genau. Mhm. Doch sind es Chemiefirmen. Also, es ist sicher eine Chemiefirma, die Holzmaterial herstellt. Und das ist ihr Kerngeschäft? Das ist ihr Kerngeschäft, ja. Und da sehen wir hier noch ihre Performance of the Letting Share. Sie sind sogar stark gesunken, um ein Drittel. He? Das heisst, das ist ja der Grund, warum du jetzt eine Value-Aktie hast. Ja. Vielleicht gibt es schlechte News zu dieser Firma. Ja. Also, das könnte durchaus sein. Das ist interessant. Lenzing-Aktie, warum Anleger jetzt einsteigen sollten. Gehen wir doch mal hören, was der Börse Online dazu gesagt hat. Vermutlich sind sie aus irgendeinem Grund abgestraft worden. Spannend. Also das finde ich dann, also sieht spannend, jetzt sehr überraschend positiv aus für mich. Gut, ja. Die Größe der Firma entspricht hier einer XL- oder XXL-Geschichte, ist das richtig? Ich muss schnell schauen. Die Größe der Firma ist large. Ja. Ja. Also ich würde sagen, man sollte vor allem auf grosse Firmen achten. Mhm. Aber large ist das Minimum. Wir haben jetzt von einem kleinen Einsatz. Und du darfst nicht vergessen, du sparst jetzt 30 Jahre lang. Das ist deine erste Aktie. Und wir kaufen noch zweite oder dritte dieses Jahr. Aber es wird nicht wahnsinnig schlimm sein, wenn jetzt die erste Aktie eine falsche Entscheidung war. Jetzt ist sie schon ein Drittel runtergefallen, jetzt ist sie deutlich günstiger. Also scheint ein guter Moment zu sein, eigentlich für günstiger. Ich habe es gekauft, muss ich sagen. Ich freue mich jetzt, dass ich es mit dir diskutieren kann. Das macht dann mein eigenes Video schneller. Wenn wir nochmal zurückgehen zu Top 10. Gerne, ja. Wenn du das andere anschaust, oder auf der zweiten Stufe, oder auf der zweiten Ebene unter Lenzing, ist Andritz. Industriemaschinen. Also Maschinen, oder Chemikalien brauchst du regelmäßig, oder? Also in der Regel, also wenn du zum Beispiel Kleider herstellst, dann musst du jedes Jahr Kleider, also einen Rohstoff haben dafür. Mhm. Aber eine Maschine kaufst du dann, wenn du wieder Geld hast. Mhm. Das heisst, Maschinenbauer sind extrem zyklisch, oder? Die gehen viel mehr hin und runter. Mhm. Oder währenddem, alles was so also Grundstoff ist und so, das ist eigentlich mehr so ein bisschen horizontal. Natürlich braucht es mehr in guten Zeiten und weniger schlechte Zeiten, aber man braucht es eigentlich immer ein bisschen.
landwirtschaftliche Produkte wären auch eher stabil. Ja. Ich glaube, das gefällt eher weniger. Wäre sicher etwas, was man noch könnte anschauen könnte. Medium ist nochmal kleiner als Lenzing. Mhm. Ich finde Öl und jetzt auch Versicherungen und Banken finde ich immer so ein bisschen heikel. Oder? Das ist, ich glaube, nicht so richtig als Öl, oder? In Zukunft. Und ich glaube, Banken und Versicherungen werden eine schwere Zeit vor sich haben. Mhm. Die tiefen Zinsen. Oder wenn die Zinsen runtergehen, heisst das ja, die ganzen Werte der Sachen gehen runter. Ja. Und das heisst, sie können momentan nicht mehr wahnsinnig viel weiter runtergehen. Das heisst, das bedeutet auch, die Banken und Versicherungen können weniger Geld verdienen, weil sie haben ja weniger Zinsen. Oder? Also das ist wirklich... Dort würde ich jetzt momentan nicht hineingehen. Also Grundchemikalien, Lenzing, aufgrund von dem wenigen, was wir jetzt angeschaut haben, fände ich das durchaus eine Option. Und interessant. Also sowohl inhaltlich. Ja, also ich denke, jetzt ist mal Zeit, um mal das erste Mal so etwas zu wagen. Ja, ist gut. Also machen wir das. Ich mache es auch. Mhm. Gut. Danke, Mike. Danke, Herr Mann. Wir haben unseren ersten Job erfüllt. Sehr gut. Sehr schön. Okay.